Moin und herzlich willkommen zurück im Jungbrunnenspiel. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin noch nicht aus der Höhle herausgegangen. Siehe auch die letzte Folge. Ich habe Verbrennungen zweiten Grades, was natürlich nicht gerade besonders gut ist. Aber ich habe im Moment nichts dagegen, leider. Und hier war ja noch so eine kleine Abzweigung in dieser Höhle. Wie gesagt, das siehst du alles in der letzten Folge. Und ich habe mir hier einfach jetzt eine Kiste hingestellt, die man zum Klettern benutzen kann und bin jetzt hier hochgekommen. Jetzt schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Es ist echt spannend. Ach so, okay. Da kommen wir wieder hier in die Höhle mit dem Jungbrunnen. Ja. Ich bin mir jetzt nicht so im Klaren, was ich jetzt machen soll. Ich habe den Schlüssel. Aber es hieß ja, es strömten Gase aus, die uns gekillt haben. Oder die anderen gekillt haben, die hier waren. Und ich habe irgendwo irgendwas gelesen mit Schutz vor Gas oder irgendwie. Irgendwas hatte ich gelesen. Das wäre dann das erste Mal, dass ich in dem Game sterbe. Bietet Schutz gegen Schwefelgas. Kräutermaske. Okay. Sehnfaden, Stück Leder, breites Blatt und Aloe. Okay, das heißt, ich muss zurück. Ich werde nicht hier jetzt alles aufbauen. Ich muss zurück zur Insel, muss das einmal herstellen, komm dann wieder her und dann geht's weiter. Ein kurzer Cut für dich und ein bisschen Arbeit für mich. Bis gleich. Die Windgeräusche und so, ich finde das richtig genial. Tut mir leid, aber es ging jetzt nicht anders. Level 3 schießen, sehr schön. Was ist das? Einfach nur Stoff? Das Gute ist ja jetzt auch, dass wir den Lederbeutel wieder haben, den wir quasi vom Schiff mitgenommen hatten damals, beim Anfang des Games. Und jetzt können wir den dank der Ledermöglichkeiten wieder herstellen. Ich habe immer noch die Verbrennung, ne? Die wird wahrscheinlich schlimmer. Okay, hier ist jetzt auf den ersten Blick aber nichts mehr zu holen. Gut, dann jetzt zurück zum Katamaran und dann zurück zur Insel. Diese Maske herstellen, dann bin ich gleich wieder hier. Hab schon ein paar Sachen zwischengelagert und hab jetzt dieses Ding hier hergestellt. Wo war das? Anti-Malaria-Kostüm. Du bekommst, wenn du die Maske herstellst, hier, dann kannst du auch das Anti-Malaria-Kostüm herstellen gegen Schwefelgas und Malaria. Keine Ahnung, was uns da jetzt erwartet. Aber das will ich jetzt natürlich wissen, ne? Moment mal, habe ich den Steinschlüssel? Der ist wahrscheinlich Teil des Journals wieder, ne? Ja, den werde ich hier irgendwo im Journal haben. Ich gucke trotzdem nochmal vorsichtshalber. So. Die Bücher habe ich hier verstaut. Ich habe ja alles mögliche Essen noch mitgehabt. Achso, ja, Essen könnte ich auch nochmal zwei mitnehmen. Kaffee zum Trocknen hatte ich noch. Aber ich habe ja hier noch gar nichts Neues gebaut. Ne, hier ist der Steinschlüssel nicht drin. Okay, dann wird der Teil des Inventars sein oder der besonderen Gegenstände. Habe ich noch was zu trinken mit? Ja. Gut, dann nochmal zurück. Ich bin jetzt natürlich wirklich gespannt, ne? Dann nachher gleich nicht vergessen, das Teil auszurüsten. Wie Malaria, ey, was kommt denn hier alles noch, ne? Hatte ich da nicht wieder was gehört? Ach, der Wind. Das war der Wind.
das ist schon krass. Noch mal kurz. Screenshot. Zack. So. Passenderweise liegen hier auch genug Kokosnüsse rum. Also ich fand das jetzt gar nicht so schlecht. Ich habe mir jetzt nicht hier die Mühe gemacht, eine Hütte extra zu bauen. Aber da, man kommt da nicht hoch, ne? Hätte mich auch noch interessiert. Auf dem Rückweg war noch ein zweiter Schakal. So. Also, ich bin echt richtig gespannt jetzt, was das hier wird. Die Fackel brauchen wir nicht unbedingt. Habe ich die Anmoderation vergessen? Ich glaube, ich habe die Anmoderation vergessen. Ich habe einfach so weitergesprochen, ne? Das ist ja die neue Folge schon. Also, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, schau dich mal in der anderen Folge um. Ich bin etwas so in der Spannung gerade hier, dass ich da gar nicht dran gedacht habe. So, einmal hier hoch, einmal hier hoch. Okay. Der große Moment. Maske auf. Nein. Nicht Maske wegwerfen. Maske ausrüsten. So. Keine Ahnung, wie lange das hält oder nicht hält. Okay. Das war relativ unspektakulär. Aber das Ding ist oben. Und wir gehen rein. Oh, ein Kupferpfeil verloren. Ich will mich nicht wieder verbrennen. Geht direkt wieder super spannend weiter, ne? Was sind das schon wieder für Geräusche hier? Ach du Schande. Okay. Das ist crazy. Sehr, sehr crazy. Ist das wieder das Feuerzeug hier? Das heißt, das hier sind jetzt alles die Gase, ne? Und wir können nur atmen, weil wir die Anti-Malaria und Anti-Gas irgendwas jetzt da anhaben. Ah, das entwickelt sich ja komplett anders gerade so, das Game, ne? Bekommt nochmal eine ganz andere Note. Komme ich hier rüber? Ja. Kein Tier, wegen dem Gas wahrscheinlich. Tja, das haben ja schon einige hier versucht. Offensichtlich. Keine Ahnung, ob das nur Wasser ist oder irgendwas. Korallenpulver. Weiß ich gerade nicht wofür.
Ein Haufen Schrott. Ich muss genau den anderen Weg gehen, ne? Ich komme von hier. Ich komme da gar nicht. Ich weiß nicht, kann ich hier in dieses Wasser? Oder gehe ich dann drauf? Ach nee, es geht. Okay. Wasser des Lebens. Nochmal ein kurzer Screenshot. So. Alte Zeichnung. Gesang des großen Wahnsinns. Und alle, die von der wundersamen Quelle hörten, wurden von dem Wunsch nach ewiger Jugend erfüllt. Und tausende von Booten gingen zu Wasser. Der große Wahnsinn erfasste die Menschen der vier Stämme. Die Gier nach Unsterblichkeit trübte den Verstand vieler und trieb sie zu wahnsinnigen Taten. Und bitter war das Ende für alle, die auf ihren einfachen Booten über den Bimini-Gürtel eilten. Denn die Nebel sind dicht, die Strömungen stark und die Riffe scharf, und sie waren die grausamen Wächter des heiligen Bimini. 40-mal versuchten die Wahnsinnigen, den Sturmbrecher zu stehlen. Und 40-mal wurden sie von den großen Vier und denen, die dem Wahnsinn nicht verfallen waren, aufgehalten. In jenem Jahr waren die Gewässer des Bimini-Gürtels rot vor Blut der sterbenden Wahnsinnigen und viele Haie labten sich an ihren Körpern. Dieses Jahr ging als das Jahr des großen Wahnsinns in die Geschichte ein. Ja, herzlichen Glückwunsch! Das ist krass. So. Und ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Einmal hier rüber. Das da? Ein Stück Kupfererz. Ja. Warum nicht? Nehmen wir mit. Das ist, genau, das ist von oben. Könnte man wahrscheinlich sogar hier runter jumpen. Wir haben doch, als wir hier angekommen sind, auf der Insel gesehen, dass es steil nach oben geht und dass da oben diese Palmen sind. Kann man hier tauchen? Nee. Warum hüpfe ich eigentlich noch hier durch die Gegend, wenn ich hier laufen kann? Das mache ich schon wieder, ne? Gleich bin ich einfach weg hier. So. Ja, aber das war's. Kleiner Stock. Sonst ist hier jetzt nichts zu holen. Ich gehe mal da hinten noch hin. Sieht ja schon wirklich gut aus. Ne. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas übersehen haben, oder? So, dann ne, nix anderes. Wo sind wir reingekommen? Da oben. Krasse Geschichte. Ja, der Bimini-Gürtel. Wir sind immer noch auf der Suche danach. Und haben das immer noch nicht alles gefunden.
Und offensichtlich ist es auch nicht so einfach, wie viele da gestorben sind, um da hinzukommen, storytechnisch. Ist schon krass. Okay, sehr nice. Dann gehen wir mal hier raus und werfen noch einen Blick auf die andere Seite der Insel. Hier war ja ansonsten nichts mehr. Ich weiß jetzt im Moment nicht, ist es hell draußen? Ne, es ist natürlich Nacht. Hier ist sonst auch nichts mehr. Okay, ich denke mal, die Gase sind ja nur da drin, ne? Da ist ja jetzt nichts rausgekommen. Dann setze ich den mal wieder auf. So, schon nice gemacht, das Ganze. Dann gehen wir mal wieder raus. Tja, dieser Bimini-Gürtel, das wird die nächste Schwierigkeit sein. Davon haben wir ja schon in den anderen Folgen zum Teil gehört, dass das ja alles nicht so leicht ist, da durch diese Nebelwand zu kommen und dass da der Horror los ist, offensichtlich, und sich Leute gestorben sind. Hier war ja dieses eine Feldbett da, ne? Dieses, da werden wir mal kurz einmal schlafen. Trinken habe ich zumindest noch ein bisschen dabei. Müsste noch eine Zeit reichen. Wo war das Teil? Links von uns, ne? Was ist das da? Ach so. Das war der Schakal, den ich vorher noch erledigt hatte. Da. Da noch was geleuchtet? Nehmen wir mit. Einmal Interaktion. 4,5 Stunden schlafen. So, das sieht doch viel besser aus. Ich überlege jetzt. Das ist. Ist das die ganze Insel? Nee, ne? Das geht doch hier noch weiter, oder? Interessanter Ort. Spielerhütte. Ich überlege jetzt, ob wir nicht wieder außen rum segeln auf die andere Seite. Ich glaube, das macht mehr Sinn, ne? Da ist noch was. Tasche mit Proviant. Wer greift mich denn jetzt wieder an? So, lasst mich in Ruhe. Tasche mit Proviant. Das ist ja genau so eine Tasche wie die, die auf dem Schiff war, ne? Auseinandernehmen? Zum Entnehmen des Inhalts zerstören. Geräuchertes Fleisch. Roter Apfel, Leibbrot. Wie genial ist das denn, bitteschön? Hinzugefügt, aber keine neuen Rezepte. 45 Nahrung, 16 Wasser. Da kommt einfach nur essbar. Ach nee, 8 Essen, 27 Wasser. 27 Essen, 8 Wasser. Wir haben noch Platz. Okay, super. Ah, laufe ich jetzt über die ganze Insel? Dann muss ich wieder die ganze Insel zurück, ne? Ja komm, wir erkunden das jetzt ein bisschen zu Fuß. Wir haben ja die gute Kupferrüstung. Sollte ja nicht allzu problematisch sein. Da unten hängt ein Schakal rum. Ach, da ist ja schon das andere Ufer. Ne, das ist so übersichtlich hier. Die ist so klein tatsächlich. Okay.
kommen wir denn da hoch? Das ist letzten Endes hier so eine kleine Geschichte. Das ist natürlich die nächste Insel, die interessiert mich ja auch. Naja, dann war es natürlich Zufall, dass ich einmal hier außen rum gesegelt bin und dass wir hier das direkt entdeckt haben, ist natürlich nicht schlecht. Ja moin, es tut mir leid, aber du musst jetzt dran glauben. Ja, setz dich mal ruhig hin. Ja. Was machst du jetzt? Rennst du jetzt außen rum, um hier hochzukommen, oder bist du abgehauen? Ist abgehauen, ne? Ich gucke nur, was wir hier noch so haben. Hier ist jetzt nichts Großartiges mehr. Obsidianablagerung kennen wir schon. Aloe, Kokosnusspalme. Das war die Höhle, ne? Hier ist das Schiff, hier sind wir raufgekommen. Hier ist der eine Schakal, hier ist das Lager, da war die Höhle. Das war's, es gibt hier sonst nichts. Eine kleine, aber feine Insel. Dattelpalme. Mit einem größeren Geheimnis. Wo ist der denn hingerannt jetzt? Nein, nicht kleine Palme. Nein. Weg ist er. Kommen wir da hinten irgendwie hoch? Warte mal, hier ist noch eine Beleuchtung. Ich weiß, es ist jetzt hier kritisch, aber es ist mir jetzt gerade egal. Ich wollte einfach wissen, ob hier was ist. Nix. Schaden durch Pflanze, Schaden durch Pflanze, Schaden durch Pflanze. Junge! Habe ich mich auf den Adler da, auf die Hub hier konzentriert und wäre fast da reingerannt. Irgendwo heult der Schakal doch noch, ne? Na, Stein nehmen wir jetzt nicht mit. Da unten ist er. Da unten kraucht er her. Was haben die denn hier noch? Wie komme ich denn da hoch? Fragen über Fragen. Sieht irgendwie nicht wirklich so aus, als käme ich da hoch, oder? Hier rüber? Nee, das ist mir zu tief. Meine Güte. Ich muss mal, habe ich noch irgendwas, was die Gesundheit fördert? Korallenpulver. Stellt Gesundheit in 4 Stunden wieder her. Ja, bitteschön. Her damit.
windige Insel. Also ich würde da schon gerne hoch, irgendwie. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Was bewachst du da unten? Da ist doch nichts mehr. Man kommt da nicht hoch, oder? Ist das jetzt hier unten oder ist das da oben? Aber ich glaube, man kommt da nicht hoch. Ich glaube, das ist gerade ziemlich riskant, was ich hier versuche. Ah, hier ist schon Schluss. Doch nicht. Aber da ist spätestens Schluss. Okay, da kommt man rauf. Hier ist jetzt Feierabend. Da ist so ein flacher Felsen, aber da habe ich auch schon versucht hochzukommen. Also hier runter, da drauf, wo jetzt gerade die Speerspitze ist, dann hier hoch und dann da hoch. Ich breche mir hier sämtliche Knochen. Ich werde hier... Nee, das hat nicht funktioniert. Schon wieder bedrohliche Musik. Nee, irgendwie soll man da wohl nicht hochkommen. Schlangentrockenfleisch ohne Ende demnächst. Und jetzt muss ich aber was trinken. Und auch was essen. So. Ja, du merkst schon, ich will da unbedingt hoch, ne? Ich gebe noch nicht so schnell auf. Aber der lässt mich nicht. Ne. Ne. Es geht nicht. Ja, ist klar. Ich bin ruhiger, weil es eben einfach spannend ist hier und weil ich nichts verpassen will. Ist ja vielleicht auch mal ganz nett, da einfach so zuzuschauen. Okay, Krebse ohne Ende. Dass man da nicht hochkommt. Was ist denn hier? Keine Höhle oder so, ne? Nee. Wäre auch noch ein interessanter Spot gewesen, aber auf der anderen Seite sind bessere Palmen als hier. Da werde ich auch nirgendwo hochkommen. Hier? Auch nicht. Ich habe im ganzen Game übrigens noch nicht eine einzige Krabbe gegessen. Oder gebraten. Irgendwie... Das ist an mir vorbeigegangen. Na komm schon. Ne. Doch.
Da wird gleich auch wieder irgendein Hindernis sein, ne? Hier haben wir es schon. Hier über den kleinen vielleicht? Ne. Ich glaube, es ist nicht vorgesehen, dass man da hochkommt, oder? Wenn du einen Weg gefunden hast, schreib es mal in die Kommentare. Hier ist doch gleich wieder die Schlucht dazwischen bestimmt, ne? Nee. Nee, das ist nicht... Das ist nicht vorgesehen. Und bauen könnte ich hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Das lässt sich ja auch nur hinten dran anbauen. Okay, Fundament könnte ich bauen. Also gut, ich könnte mich da irgendwie hochbauen halt, ne? Aber weiß ich nicht. Das muss jetzt auch nicht sein. Es ist eine recht überschaubare Insel. Ich werde jetzt zurücklaufen auf die andere Seite. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ich wollte doch wissen, was es hier noch gibt und habe den Schakal erledigt. Denn das sieht doch irgendwie so interessant aus. Warum ist hier ein Schakal? Was bewacht der, hatte ich überlegt. Okay, Kupfer, aber das glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur Kupfer war. Hier muss noch mehr sein. Ach, guck mal einer an. Guck dir das an. Ah, das ist ja richtig nice. Glühwürmchen markieren den Ort, ne? Das hatten wir schon ein paar Mal. Ist das jetzt... Das ist... Ist das der Weg nach oben vielleicht? Ne, hier ist Schluss. Ach! So. Kleiner Schlangentrank. Okay, einfach nur hier so eine schöne kleine Lichtung am Ende. Agave? Brauchen wir jetzt nicht unbedingt... Kleine Palme. Aber hier komme ich auch nicht nach oben. Kann sein, dass ich in dieser Folge ziemlich viel schneide ohne Kommentar, weil ich so viele Wege hier gelaufen bin. Also wenn das der Fall gewesen sein sollte an dieser Stelle, hast du die Erklärung dafür bekommen. Kuripalme. Ja, nice. Aber ansonsten gibt hier nichts zu holen, außer der Trank. Ich würde sagen, es wird jetzt auch dunkel. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass bitte sehr gerne ein Like da und sehr gerne auch ein Abo mit aktivierter Glocke. Vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao.